Ein Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 321 und wir starten erstmal einigermaßen sprachlos. Ernsthaft? Alter, ey. Ja. Alter, ey. Ich hab das schon die ganze Zeit geahnt. Und dann quetscht er sich ja auch noch rein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt natürlich viel Spaß mit dieser Folge und wir machen direkt ziemlich knapp weiter. Dingerleben, dafür habe ich ja Zeit auch. Aber daran sieht man mal wieder, dass Sicherheitsabstand einfach extrem wichtig ist. Apropos Sicherheitsabstand. Boah, Scheiße. Alter Vater, ey. Und da war wirklich Glück dabei. Hätte der Vordermann hier eine Vollbremsung gemacht, wäre David absolut chancenlos gewesen. Als Radfahrer darf man an wartenden Autos rechts vorbeifahren, wenn ausreichend Platz vorhanden ist. Aber an fahrenden Autos rechts vorbeizufahren? Meiner Meinung nach ist das einfach nur eine Frage der Zeit, bis sowas da mal schief geht. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal aus Fahrradperspektive an. Die Videodatei hieß übrigens keine Blinker, die haben sich jetzt hier kurz noch unterhalten, aber ganz ruhig, da ist jetzt nichts passiert. Aber jetzt mal von Radfahrer zu Radfahrer. Ich persönlich wäre in dieser Situation nicht im Traum auf die Idee gekommen, da zu versuchen, rechts vorbeizufahren, egal wie langsam der fährt. Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis man mit so einem Quatsch im Krankenhaus landet. Hier sind wir wieder mit dem Jascha in seinem Velomobil unterwegs und in manchen Ländern ist das scheinbar so besonders, sagt er, dass er andauernd immer gefilmt wurde auf seiner Osteuropa-Reise. Aber für die, die sich vielleicht schon mal interessiert haben, wie sieht das eigentlich von außen aus? Ich habe den Jascha mal um ein Bild gebeten. Bardo Greenmon fährt hier in die Einbahnstraße rein und die Einbahnstraße ist von der Uhrzeit abhängig. Ich untertitel die ganze Szene mal, damit man das besser versteht. Hier ist eine. Nicht am Sonntag, da steht nicht am Sonntag von 7 bis 16 Uhr. Sonst ist dauerhaft die Einbahn. Bitte vorher gucken bei sowas. Meine Güte, die anderen Folgen ist. Oh. Gucken Sie mal auf die Uhrzeit, ich sag, gucken Sie mal richtig, da steht, ey. Diese Aufnahme hier ist übrigens an einem Dienstag um 19.20 Uhr entstanden. Aber die Einsendung zeigt ganz gut, warum das eigentlich keinen Sinn macht, sich solchen Leuten in den Weg zu stellen. In fast 6 Jahren YouTube, wir hatten noch nie eine Einsendung dabei, wo das irgendwas gebracht hätte, außer Streit und Schimpfworte. Hier sehen wir mal eine absolut vorbildliche Ladungssicherung. Das Bobby-Car ist hier schön mit einem Spanngurt gesichert. Apropos gesichert, wir achten hier auf das abbiegende Auto da vorne. Ja, und die Leiter, die da vom Dach fällt, war wohl irgendwie gar nicht gesichert. Wer von euch mag die Leute an der Ampel auch so gerne, die nicht auf der Bremse stehen und immer weiter zurückrollen? Nur wenn das ein LKW ist, wird das Ganze nochmal ein bisschen beunruhigender. Und dann kommen wir mal zum nächsten LKW. Das mit den LKW ist auch wieder mal so eine zufällige Häufung in dieser Folge. Hier geht es schön über die Sperrfläche an dem Radlader vorbei. Und da stelle ich doch gleich mal eine Frage für die Kommentare. Hättet ihr hier überholt und vor allem dürfte man das überhaupt so, wie der LKW das hier macht, wenn man vor dem Kreuzungsbereich fertig ist? Schreibt mal in die Kommentare. Ich glaube, da wird es gegenteilige Meinungen geben. Die Einsenderin ist übrigens dahinter geblieben, weil sie an der Ampel eh rechts abbiegen muss. Apropos LKW und überholen. Hier sind wir in der Schweiz unterwegs und offensichtlich fahren die auch nicht besser als in Deutschland, wie man an diesem Geisterfahrer hier sieht.
Hier sind wir mit dem Einsender auf der Autobahn A7 unterwegs. Er überholt hier diese Wohnmobile und scheinbar fühlt sich der BMW, der hier von hinten kommt, dadurch so gestört, dass er, naja, seht selbst. Alter, bist du noch ins Licht oder was? Aber bei all dem Stress auch mal ein kleiner Lichtblick, der Einsender sieht hier, dass seine Ampel rot ist, dass der LKW wahrscheinlich gleich grün bekommt und halt mehr Platz zum Abbiegen braucht. Kurz die Lücke gelassen, keiner wird gestört. So kann es halt auch mal funktionieren. Was man an Ampeln alles so machen kann. Hier der Radfahrer über Rot. Zum Glück hat der Radfahrer hier einen Helm, hier sehen wir ihn, hängt am Lenkrad, sehr sinnvoll. Besonders schön ist es aber natürlich auch, wenn man bei Grün einfach mal anhält. Gut, bei Grün anhalten ist dann ja doch eher die Ausnahme. Was macht er? Besonders schön ist das aber, wenn Ampeln überfahren werden, wie hier, die wirklich seit Ewigkeiten schon rot sind. Das ist dann nur noch eine Frage der Zeit, bis sowas irgendwann mal schief geht. Darum achten wir hier vorne mal auf den Horizont. Unsere Fahrtrichtung hier hat eine grüne Ampel. Was? Was? Hat er gerade einen Unfall? Nein, ich habe gar nicht geschafft. Die Information von den Einsendern war, dass es zum Glück hier allen gut geht. Die haben dann noch eine Zeugenaussage gemacht und 2 Wochen später hat die Polizei dann übrigens noch das Material der Dashcam angefragt. Was daraus geworden ist, ist aber nicht bekannt. Das kennt ihr bestimmt auch. Ihr fahrt in der Baustelle, überholt und manche Leute müssen immer schon weit vor Aufhebung des Tempolimits wieder beschleunigen. So ähnlich war es auch hier, aber apropos rechts überholen haben wir auch in dieser Szene hier. Aber vorab der Hinweis, wenn ihr selber Videos zuschneidet, aber nicht wisst, wie ihr die Einstellungen setzen müsst, schickt uns lieber die Originaldatei, aber jetzt geht's los. Der springt doch echt, ey. Über alle Spuren. Abgesehen davon, dass Rechtsüberholen natürlich gar nicht geht, das mit dem Rechtsfahrgebot ist hier auch wieder mal ein Trauerspiel. Und wie schön hier die Bildqualität wieder wirkt. Wir hatten diese Folge ja echt viele Szenen mit Radfahrern und viele Sachen mit LKW. Was darf dann nicht fehlen? Richtig, ein LKW auf der Fahrradspur. Hier wird dann der dunkle Opel Corsa schön wieder nach links abgedrängt. Fährt dadurch hier den Mercedes in den Weg. Ja, läuft, würde ich sagen. Und dann kommen wir vom eiligen LKW-Fahrer zum nicht sehr eiligen Autofahrer. Was macht man am Beschleunigungsstreifen? Wir haben es gesehen, erstmal bremsen natürlich. Das je langsamer, desto einfacher wird das Auffahren. Ja, aber noch ein bisschen mehr bremsen. 48 km/h, ja, das ist eine gute Geschwindigkeit. Der dunkle BMW, der da gerade auf die Straße eingebogen ist, ist wohl falsch gefahren und wendet jetzt. Aber stattdessen fühlt sich der Radfahrer hier angesprochen und zeigt erstmal kräftig den Scheibenwischer. Die Szene hier zeigt perfekt, warum man bei Nacht auch immer die Straßenränder beobachten sollte. Der Vordermann kann jetzt gleich ganz entspannt abbremsen, ohne besonders doll auf die Bremse treten zu müssen. Es entsteht auch keine Gefährdung dadurch. Und auch die Rehe kommen wieder gesund zu Hause an, wollte ich schon sagen. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Na? Na, Kleiner? Und mit den Rehen soll es das auch gewesen sein. Ich verlinke euch oben links noch ein Video, was YouTube euch automatisch vorschlägt. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, könnt ihr natürlich gerne da auch noch reinschauen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.